So, haben wir das jetzt verändert? Und dann guck mal hier sogar einfach die Straßen, die jetzt von hier kommen. Einfach mit hier rüberziehen. So, perfekt. Da kommt ein Bus an. So, check. So. Und der fällt jetzt hier rein. Hält jetzt hier. Ja, mal einwandfrei. Wir können aber mal noch, dass sie sich ja nicht in die Quere kommen mit der mit der Bahn. Hier mal noch eine Ampel hinsetzen. Genauso wie hier noch eine Ampel hin. Hier braucht man an sich gar keine Ampel, weil macht keinen Sinn, eine Ampel hier hinzubauen. Ja. Und dann fährt der Bus ja wieder raus. Tipptopp. Dann können wir jetzt ja schon mal gucken. Die Wasserversorgung können wir jetzt schon mal sicherstellen. Wir können jetzt einfach hier mal unter der Hauptstraße bitte was langziehen. So. Hier rüber und darüber. Und jetzt können wir hier. Jetzt einfach hier wieder rüber bauen. Dann haben die jetzt alle Wasser. Stromverfügbarkeit ist auch sehr gut, denn wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, hier ein bisschen was gebastelt. So, was haben die? Die haben nicht genügend Verkaufswaren. Gut. Da war die andere Industrie fast schon besser, die wir hier gebaut haben. Leider habe ich in der folgenden Aufnahme den Ton vergessen mit aufzunehmen, weshalb ihr nichts hört. Und da es sonst relativ langweilig ist, habe ich mich dazu entschlossen, dies als Zeitrafferaufnahme zu machen. Deswegen wird das heutige Video auch sehr viel kürzer von City Skylines. Aber dieser Zeitraffer hatte eine Originallänge von 20 Minuten. Also es ist im Prinzip eine ganze Folge, nur sehr viel beschleunigt. Es geht hauptsächlich darum, wie wir die neue Straßenbahnlinie verlegt haben und die Endstelle weiter ausgebaut haben.